finde, wir können angesichts dieser Hochrechnung mit Recht sagen, die Linke ist die Wahlgewinnerin dieses Abends. Das ist ein super Ergebnis. Wir haben prozentual richtig dolle zugelegt. Wenn es bei diesen Zahlen bleibt, können wir sagen, das war nach dem Saarland das beste Ergebnis, was wir als Linke jemals in den neuen Bundesländern hingelegt haben. Und deswegen ein... In den alten, ja, natürlich. Ist immer so, ist immer relativ, ja. Nichtsdestotrotz, es ist ein super Ergebnis und deswegen ein riesen Dankeschön an den Landesverband in Bremen, die Spitzenkandidatin Christina Vogt. Und natürlich einen großen Dank an alle Wählerinnen und Wähler. Wir können auch sagen, dass wir nach dem guten Ergebnis in Hamburg jetzt zum zweiten Mal in einer Großstadt richtig gut zugelegt haben. Und das zeigt auch, dass die Linke eine gute Verankerung im linken urbanen Milieu hat. Das ist ein Bereich, an dem wir durchaus ansetzen und fortwirken können. Ich glaube, dass dieses gute, dieses tolle Ergebnis ein echter Lohn ist. Zum einen für die klare und konstruktive Oppositionsarbeit in Bremen, aber auch ein Lohn für das soziale Engagement in den einkommensärmeren Stadtteilen von Bremen und Bremerhaven, wo die Linke sehr umtriebig war.